Moin und Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Blood Omen 2 Legacy of Kain. Wieder eine neue Aufnahmesession und mir ist aufgefallen, bei der anderen hat er mal glatt den Anfang nicht mitgenommen. What the fuck? Was ist nur kaputt mit diesem scheiß Programmspiel? Ich weiß es nicht, irgendetwas stimmt da gehörig nicht. Also das mit der Facecam ist definitiv gegessen, das ist vom Tisch. So, ich würde sagen, ich muss darüber, ne? Das erscheint mir nur als logisch, aber ich kriege hier keinen Springpunkt. Der muss doch auch lila sein, oder? Wieso? Ich will rüber. Dann mache ich ja irgendwas falsch. Nee, tatsächlich, es muss ja lila sein. Oh, Alter, muss ich jetzt hier den richtigen Punkt suchen. Willst du mich veräppeln? Ah, super, super, super. Dann nehmen wir mal direkt den Nebel und schwingen. Ah, ist klar, dann metzeln wir jetzt hier mal alles nieder, ne? Ich höre dein Herz schlagen. Was ich ein bisschen blöd finde, ich habe jetzt mein Schwert ja gar nicht mehr. Brech mir das Genick. Schön. So gehört sich das. Ja, komm, komm. Komm näher. Ja, der ist... Wie nett der mit dem umgeht. Nur mal die Leiche treten. Komm, mein Schätzchen. Flieh zu mir in den Nebel. Komm her. Das hat gesessen, ne? Aber da treten wir nochmal richtig fest rein. Richtig schön in die Klöten. Jawohl, das tut weh. Mir nicht. Sehr schön. Und meins. Den sauge ich auch nochmal aus. Gibt ja minimal ein bisschen Erfahrung. Na, wohl er kaum. Die lila Leiste soll sich weiter füllen. Okay, hier ist nix. Man muss ja immer ein bisschen schauen. Oh, da hinten ist schon so ein Hebelchen. Was haben wir hier? Da kommen wir runter. Kommen überall runter. Ach, da wollen wir nicht runter. Wenn, dann hier. Alles klar. Und dann müssen wir wieder hoch und darüber. Oh, das sieht so aus, als könnten wir einen kleinen Unfall kreieren. Das darf erstmal nicht gesehen werden. Ich dürfte schon gesehen werden, aber es wäre wahrscheinlich lustiger. Ach, scheiße. Was ich hier zu suchen habe, ich gehe wieder. Ich will gucken, ob ich hier irgendwie ein kleines Drama provozieren kann. Das ist erstmal wieder den Nebel. Nee, hier, was will ich? Springen will ich. Wahrscheinlich muss ich dann von hier aus was machen. Also diese Fähigkeiten sind ja schön und gut, ne? Die sind echt ein bisschen buggy. So, wunderbar. Rüber. Und jetzt möchte ich jemanden darunter zerquetschen sehen. Oh, ich dachte... Ach, schade. Naja, egal, dann sind wir halt. Wow, Kumpel. Ja, genau, der erste Schlag gehört dir und der finale Schlag gehört mir. Das war schon. Oh, war ja nix. Aber jetzt mal ohne Flachs, ne? Die sehen doch echt so ein bisschen sadomaso aus. Ich finde ich nicht wie so ein Dieb, sondern echt mal wirklich so ein kleiner Lustsklave. Naja. Wir haben ein paar Bücher. Du hast Lass mich in Ruhe. Mir nichts zu sagen. Da töte ich dich. Es finde ich ein bisschen blöd, dass man nicht so mit den Menschen interagieren kann. Also es gibt halt bestimmte Schlüsselfiguren. Die haben dann in der Cutscene ein bisschen Text, man unterhält sich mit denen, aber so nicht. Ist ein bisschen schade. Ich meine, bei Vampirestone ist zwar ein JRPG, aber da ist es halt möglich, dass du als Vampir dich unterhältst, ein bisschen unter das Volk mischst, ein paar Infos dir abkrallst. Spannend. Und hier? Lass mich in Ruhe. Er sagt, dass wir die Kisten auf die andere Seite stellen sollen. Was? Aber wir haben... Guck mal. Ich weiß. Er sagt, wir müssen Platz für neue Kisten schaffen. Platz für neue Kisten? Da kann ich auch irgendwie bestimmt helfen. Ich will was runterschmeißen. Wenn er über Gold spricht? Kann ich da oben runterschmeißen? Dieses Funkeln in seinen Augen. Und? Was ist mit uns?
Das Funkeln in seinen Äuglein. Ja, Gold ist viel wert, ist nicht alles. Allerdings muss ich erstmal den Laptop ein bisschen näher ranschieben, sonst breche ich mir ja noch ab. Ich habe kurze Arme, das ist ein bisschen blöd. Ach, komm mal her, mein Freund. Hallo! Ja, guten Morgen. Scheißtag, würde ich sagen, ne? Also die Klamottenkiste, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, aber mir egal, muss ja jeder selber wissen, wie er rumläuft, ne? Oh, das sieht nach Spaß aus! Jetzt möchte ich sehen, wie die beiden zerquetscht werden von dieser wunderschönen Kiste. Komm schon! Ein Drama! Oh Mann! Ich dachte, die werden richtig zerfleischt! Schade, egal. Bahnen wir uns unseren Weg weiter voran, keine Ahnung. Okay, die sind beide tot. Die wurden nicht zerquetscht, aber sie sind tot. Das ist immerhin etwas. Dann saugen wir sie auch aus, weil es wäre ja unhöflich. Mit Essen spielt man nicht und wegschmeißen ist ja auch nicht so geil. Aber da geht noch was, oder? Da geht noch ein bisschen was. Geht da noch was? Nee. So, wo sind wir denn jetzt? Was auch immer in dieser Kiste war. Niemand wird es ersetzen können. Wahrscheinlich war die leer. Okay, dann ist ein Speicherpunkt. Hier sind ein paar Öfen. Aha, draußen fährt der Krankenwagen vorbei, auch schön. So, was haben wir hier noch? Da geht's hoch. Warte mal, kann ich mit dieser Tür interagieren? Nein. Wo steht denn da? Sewer Access? Keine Ahnung. Ich kann es nicht richtig lesen. Wahrscheinlich bin ich aber noch zu blöd dafür. Aber nicht unser Problem. Hallo! Und der andere steht da. Ach, jetzt hat er gemerkt, oh, mein Kumpel braucht Hilfe. Was ich hier zu suchen habe. Junge, ich lösche dich und deine Familie aus. Eine ganze Rasse, um ganz genau zu sein. So, weg damit. Den holen wir uns auch. Wir haben Hunger, ich meine, Essen im Überfluss. Danger. Was passiert jetzt? Nix. Ach, die kann ich verschieben? Okay. Das machen wir einfach mal. Ich weiß nicht warum, aber wir tun's. Und haben wir hier immer noch ein Türchen, da kommen wir bestimmt nicht durch, okay. Ja, da kommen wir hoch. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal auf dem Schau... Ist da irgendetwas drauf? Nö, ne? Also ich guck mal... Nee. Da muss ich... Den mache ich wahrscheinlich erstmal hoch. Gut, den machen wir hoch. Ach, ich sehe schon, genau, das müssen wir wegschieben, denn da ist wieder so eine Stelle am Boden, dass wir da irgendwo reinschlawenzeln wieder können. Dann brauchen wir jetzt die Kraft einer Kiste. Erstmal am besten hier das Türchen auf. Wunderbar. Und dann machen wir mal hier die Drecksarbeit. Wir sind Lagerlogistiker Kane. Wunderbar. Nur das Problem ist, ich habe keine Ahnung davon. Kann ich das zumachen? Warte mal, ich kann noch einen Stück mehr. Oh, Alter, ey. Ich glaube, ich sehe schon wieder kommen, dass ich hier wieder mache. Hinne. Ich will hier nach Mama. Leiter hoch. Oder ich die Kiste rausschieben müssen, dass ich da durchgehe. Fragen über Fragen. Da ist noch so ein Typi. Was haben wir hier? In der Wand festgebackt, nässliche Gebäude. Ja, geil. Ich liebe sowas. Aber das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Schon älter. Das habe ich sogar noch auf CD. Kompaktes. Das kennen ja recht viele heute gar nicht mehr mit dieser ganzen Runterladgeschichte bei Amazon, Steam, Origin. Puh, weiß ich nicht. Also, es gibt auch viele PCs oder Laptops oder was weiß ich alles, Notebooks und Co. Die haben ja gar kein CD-Laufwerk mehr, wo ich mir denke, boah, in was für einem Jahrhundert bin ich geboren worden? Ich meine, die gibt es ja noch gar nicht so lange, die Kompaktdisk. Und schon weg. Ich meine, ich habe doch Diskette miterlebt. Ich weiß auch, wie schnell das da gegangen ist mit dem. B. Ja, ich habe jetzt eine Ahnung, was ich machen muss. Besser spät als nie, ne? Mhm.
Dann kommt das manchmal runter. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Da, 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 da. Ich bin die Kassiererin. Lass mich raten, ich muss von der anderen Seite. Alles klar, ich schieb die jetzt da runter, schieb sie jetzt auf andere Teilen. Und verschiebe dann wieder diesen mega krassen, pornösen Balken. Um das dann hier alles wieder hoch zu befördern und runterzuschmeißen. Ja, siehste. Und ich bin in der Kiste. Schön. Noch ein Stückchen. Ist schon perfekt. So, dann gehst du schon mal hoch. Wunderbar. Treppenlift. Kistenlift. Kann ich das wieder jetzt verschieben? Also ich finde das ja schon ein bisschen blöd, dass Kane da so mitgehen muss. Ich meine, das sind Psy-Kräfte. Normalerweise wird es so reichen, wenn er irgendwo steht. Und das dann mit Gedankenkontrolle und habe keine Ahnung, was für übernatürlichen Kräften das einfach dann verschiebt. Handheben ist vollkommen okay, aber sonst würde ich sagen, eigentlich gar nichts machen, ne? So. So. Und runter. Und wir bahnen uns den Weg durch. So, zack. Was haben wir hier? Nichts. Oh, ja komm, dann krieg ich wenigstens ein Dolch. Jetzt bleib doch mal stehen. What the? Beweg dich, die alte Nudel. Sehr schön. Och, Alter, wie viele von denen hocken hier? Oh, erstochen. Naja, passt. Immerhin sind die wenigstens noch angemessen angezogen. Und wir haben hier eine Truhe. Geil. Erfahrung! Ich muss sagen, dafür, dass wir noch nicht so weit sind, haben wir doch schon eine ordentliche Lebensleiste, ne? Ich meine, die kann auch ganz schön schnell runtergehen. Jetzt ist die Frage, ist hier wieder so ein Rätsel? Das sieht nach Wasser aus. Das wäre ja nicht so schön. Naja, was soll's. Wassermarsch. Und ich befürchte, wir müssen dann mit springen da hinten auf die Plodde. Wassermarsch. Ah, da war's schon. Gib mir. Das ist ja auch so ein bisschen blöd, dass ich echt warten muss, bis ich den perfekten Punkt laut Spiel habe, ja. Und nicht dann einfach so wild und munter da drauf hauen kann. Oh. Okay. Wollte anscheinend woanders hin. Scheiße. Oh nein, jetzt hab ich... Wow! Fuck. Zwei von denen an der Backe. Scheiße. Kane, aufstehen! Hallo! Bist du bescheuert? Oh, ah. Bist du blöd? Lauf, 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 lauf. Wir müssen irgendwie mal... Oh nein, hier ist ja alles voller Gegner. Nein, ich brauche einen guten Punkt, Mann. Ich reite mich in die Scheiße, will noch ein vierter... Oh nein. Oh nein! Kann ich hier mal eben kurz... Oh Gott, jetzt habe ich sie alle. Jetzt habe ich sie alle. Schön! Juppie! Alle hinter mir her, ich bin die Mama-Ente. Von wo kam ich denn? Von hier. Scheiße, also ein nach dem anderen ist kein Problem, ne? Der Teufel ist hier, ja. Ach, bekämpfen die sich gegenseitig da? Das ist gut. Kann ich bitte das? Ich will das gute Schwert! Alter, gib mir doch den Schwert, Mann. Und toll.
Ich glaube, ich verrecke gleich. Oder können wir uns mal den Game Over Screen angucken? Ist auch nicht schlecht. Ah, shit. Ich laufe hier ein bisschen rum.